Ja, hallo und herzlich willkommen zurück und wieder einmal hier zu Brief Age. Beginnen wir damit, ja, mal ein Steak zu braten. Das haben wir noch nicht probiert, das machen wir einfach mal. Und das geht hier einfach ohne alles, genau wie das andere. Können wir hier uns einen Steak reinziehen und das bringt 100 Nahrung. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Wir haben in der letzten Folge wohl ein bisschen gelitten hier, aber das können wir dann ganz einfach mal bei Gelegenheit mit einem Pack ausgleichen, wenn wir noch kein Bett momentan haben. Rückfliegen will ich jetzt nicht mehr. Wir werden demnächst das alles hier haben. So, Ausrüstung. Ich wollte gerne mit euch heute hier noch ein bisschen was bauen. Und zwar brauche ich einen Greifer. Brauche ich genau, den habe ich nicht mehr. Ich würde noch einen Reparaturschlüssel als Ersatz bauen. Jawohl. Und dann brauche ich einen, mindestens glaube ich, einen Induktor. Einen Kompensator. So, dann brauche ich die zweite EMP-Granate, genau. Und jetzt muss ich gucken, was brauche ich noch? Warte mal, da muss ich nochmal hier reingucken, denn ich will ja mit euch heute noch was Schönes bauen. Einen Induktor brauche ich doch noch, siehst du. So, dann stimmt das ja, wie ich das zusammengemehrt habe. Und dann müssten alle Ressourcen jetzt aufgebraucht sein. So, wunderbar. Ja, es bringt zwar jetzt nicht so viel, aber ich würde es trotzdem mal essen. Vielleicht bringt es ein bisschen Wohlbehagen. So, dann muss man sich hier hinstellen und dann kann man das so abwerfen. Wunderbar, dann liegt das auch da. So, was will ich heute mit euch natürlich machen? Ich habe natürlich hier vor, hier hätte ich gerne einen Kanal nach oben, ebenso auch hier einen Kanal nach oben. Das heißt, wir haben in der Mitte rein theoretisch hier drei Plätze frei und ich würde natürlich anfangen. Ich weiß jetzt nicht, wie es richtig rum ist. Das ist eben genau der Punkt. Da müssen wir mal schauen. Raumausfahrtstore für Kleinfahrzeuge. Sie öffnen sich automatisch, schließen sich automatisch und werden ebenfalls automatisch außer Betrieb genommen. Das ist wunderbar. Braucht zwei Sauerstoff. Induktor, Aluminium und Kompensator haben wir alles da. Nun ist nur die Frage, wie ist es dann richtig? Ich hätte es ja eigentlich schon ganz gerne so, dass die dann vielleicht so stehen. Deswegen, wir probieren das mal, ob ich damit richtig liege. Und jetzt können wir hier die Fahrzeuge herstellen. Oh, das ist ja genial. Oh, 4 Aluminium, das wird eng. Generator, Kompensator, Lykoplasma. Oh, das ist ja echt traurig. Zwei Generatoren, Brief-Age Energiekerne, die hätten wir, Kompensatoren, Lykoplasma. Ich wäre hier verrückt, Kompensator, wie viel brauche ich denn davon? 3 Stück und ein Generator. Ich gucke mal, ob ich 3 Kompensatoren auftreiben kann. Na, das ist ja ein Ding, aber ich glaube es mal nicht, ne? So, Generator, was braucht der? Das hätten wir da. Und was hat man? Kompensatoren Titan? Oh, das hätten wir auch da. Titan weiß ich nicht. Das könnte eng werden, aber das müsste gerade so reichen. 1, 2, 3. Ich mach mal 5. Dann braucht man irgendwo. Braucht man Alkali? Weiß ich jetzt nicht mehr. Aluminium wird eng. Aluminium wird sehr eng. Ah, das wird wohl nichts werden. Schade, schade, schade. Ehrlich. Das ist natürlich. Aber ich würde zumindest schon mal prüfen, ob wir das Fahrzeug bauen können. Wartet mal, da muss ich nochmal gucken. Hier das kleine. Den Staubsauger. Ich würde nämlich gerne mal wissen, ob der dieselben Werte hat oder ob der besser ist. Muss ja eigentlich gar nicht rumlaufen, ne? So, Aluminium-Generator-Kompensator. Generator-Kompensator. Das habe ich gerade alles verbaut, ne? Generator-Kompensator, wir schauen mal. Generator-Kompensator. Metall und Plastik. Metall. Warte mal, Plastik haben wir vielleicht noch hier. Nee, war das richtig? War das richtig? Generator, Kompensator war es, ne? Elektronik, 2 Metall. Ich glaube, ich muss mal gucken gehen. Nicht, dass wir das falsch jetzt bauen mit unseren engen Ressourcen. Ich meine, am Ende werden wir es wahrscheinlich sowieso nochmal brauchen, aber trotzdem. So.
Generator, Kompensator, genau. Vielleicht kriegt man das hin, dass wir das zumindest heute hier schaffen können. Generator haben wir. Sehr gut. Und den Kompensator brauche ich nur zwei veredelte. Das ist sehr gut. Ja. So, dann brauche ich, glaube ich, zwei Lykoblast. Schauen wir mal. Und jetzt muss ich nochmal gucken, was wir da brauchen hier. Ist ja der Hammer. Dann hätten wir ein neues Fahrzeug. Schick. 4 Aluminium. Das ist, glaube ich, nicht gut. Das ist, glaube ich, nicht gut. 4 Aluminium haben wir nicht. Wir haben bloß 2. Aber weißt du, was wir da machen? Da machen wir Nägel mit Köpfen. Meine Bohrmaschine hat noch ein bisschen was. Wird sich ja wohl hier irgendwo ein bisschen Aluminium auftreiben lassen. So, wir gucken mal. Tja, wenn du es brauchst, ne? Hammer. Na gut, wir gucken, können mal hier vorne gucken. Hier hatte ich zumindest auf dem Rückweg ja was gesehen. Haben wir hier Titan zufällig? Oh, warte mal, das nehmen wir mal mit. Und schaut mal bitte auf die Haltbarkeit von dem Knüppel hier. Der senkt nämlich überhaupt nicht seine Haltbarkeit, ne? Ich meine, es ist ja auch der Unendliche, ne? Wenn der die Haltbarkeit verlieren würde, wäre er ja nicht unendlich. Aber es ist eine coole Sache. Dann können wir uns das auf alle Fälle sparen. Wir haben schon mal ein bisschen Titan. Das ist schon mal nicht schlecht. So, jetzt brauche ich Aluminium. Bin mir ziemlich sicher, das werden wir auch ziemlich schnell finden. Müssen wir da gucken, ob das hier irgendwo... Da haben wir es doch schon, siehst du. Und ich glaube, 5 Stück reichen ja erstmal, oder? Hätte ich trotzdem nicht gedacht, dass wir das so schnell verwerten hier. Oh, da ist auch nochmal was. Das nehme ich auch noch mit. Sehr gut, da haben wir es. Wo ist mein Moped? Ja, da haben wir das auch ganz schnell. Ups, nicht so weit. Oh, wow. Wo habe ich denn das jetzt hingedonnert? Eieieiei. Sehr schön, da haben wir das auch. Coole Sache. Und ich sehe hier noch einen Titan, das nehmen wir gleich noch mit. Da waren bloß 2 drin. Wie viel haben wir denn noch Platz? Sehen wir noch eins? Da hinten. Komm, was wir haben, das haben wir. Sehr gut. Okay. Ja, dass ich mal hier zwischendurch Ressourcen holen muss, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Und jetzt müssen wir mal Gas geben. So.
Und schon sind wir zurück. So, jetzt weiß ich bloß nicht mehr, wo wir standen. Das ist das Problem. Ich brauche auf alle Fälle einen neuen Bohrer. So, was hat man denn, was wollte man denn machen? Ein Kompensator vielleicht noch? Nee. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Gegenstände? Nee. Was habe ich vergessen, was wir wollten? Ach, hier, das Fahrzeug wollten wir bauen. Genau. Ich prüfe mal, ob wir alles haben. Mal gucken, was noch fehlt. Siehste, da haben wir den. Ich drücke mal drauf, wir bauen den einfach mal. Aluminium haben wir genug, ne? Und da steht er. Oh, niedlich. Niedlich. Hast du schon Treibstoff? Staubsauger-Errungenschaft freigeschaltet. Wie viel Treibstoff hast du? 100 Haltbarkeit. So, und jetzt soll es ja so sein, wenn du hier ranfliegst. Cool. Ja, ich hätte mir jetzt... Ja, obwohl, auf der anderen Seite... Nee, ist okay. Ja, so stelle ich mir das vor. Eigentlich unser... Jetzt würde hier eventuell das Fahrzeug hinkommen. Oder hier das Fahrzeug, wäre auch cool. Vielleicht hier das Fahrzeug und hier den anderen Staubsauger, den wir gefunden haben. Ja. So würde ich das gerne haben wollen. Genau. Und jetzt muss ich nochmal gucken, was würde denn noch so eine zweite Plattform jetzt kosten? Induktor und Kompensator. Können wir uns das noch leisten? Eigentlich würde ich ja gerne zwei Metall, vier Kabel. Zwei Metall. Vier Kabel. Wir prüfen mal. What? Habe ich das Falsche gebaut? Induktor? Nö. Plastik fehlt. Das ist ja ein Ding. Gut, dann haben wir das auch. Und war das jetzt ein Generator? Entschuldigt bitte, aber das ist... Ich will Kondensator. Kompensator. So, das ist das Ding hier oben. Da brauchen wir... Das haben wir. Titan haben wir auch. Dann brauche ich vier veredelte. 1, 2, 3, 4. Ja. Dann haben wir das auch. Sehr gut. Da würde ich nämlich jetzt noch zwei Klappen dort setzen. Und hoffen, dass das dann so funktioniert, wie ich mir das denke. Sehr gut. Dann machen wir das mal. Cool, da haben wir den hier vorne. Von wo habe ich den gesetzt? Von der Seite, ne? Dann setze ich den auch von der Seite. Aber ich denke, der wird sich das sowieso selber zusammenfummeln, wie er das gerne möchte. Hat das funktioniert? Ja. Sehr gut. Jetzt könnten wir den noch bauen. Generatoren, Briefwedge, Kompensatoren, Lykoplasma. Wir schauen mal. Wir schauen mal, was wir machen können. Ich würde hier gerne noch den dritten bauen. Ja, coole Sache, ehrlich. So, dann machen wir jetzt erstmal Folgendes. Ich hole jetzt mal das Moped noch rein. So, das ist das Reparaturwerkzeug. Ich hätte es natürlich schon ganz gerne ganz drinne. Ja, ups. Nee, hör mal auf hier. So. Ja, cool. Genauso stelle ich mir das vor. Aber hier drin kannst du eben nicht auftanken und nichts, ne? Aber das ist nicht so schlimm. Ja, das ist unser Moped, was wir gefunden haben. Das ist jetzt unser neues. Tolle Sache. Und jetzt würde ich gerne nochmal gucken, was wir brauchen für das Auto. Zwei Generatoren, zwei Briefwedge-Kerne, zwei Kompensatoren, zwei Lykoplasma. Also zwei Kerne. Das machen wir als erstes. Wo haben wir die hingetan? Ich glaube irgendwo hier rein.
zwei Kerne. Dann zwei von dem Plasma. Zwei von den Kompensatoren waren es, glaube ich, ne? Kann man hier eigentlich ins Baumenü gehen? Ne, wenn das besetzt ist, dann nicht. Sehr gut. Zwei Kompensatoren und zwei Generatoren, okay. Da muss ich jetzt nochmal reinschauen, das, ja. Aber ich finde das total prickelnd. Zwei Generatoren, zwei Alkali, zwei Elektro, zwei Kabel. Zwei Alkali. Meine Güte, kann man das nicht irgendwie anpinnen? Zwei Alkali, zwei Elektro, zwei Metall. Zwei Alkali, zwei Elektro, vier Metall. Coole Sache. Und ich hoffe, wir bauen das Richtige. Was? Hier, Kabel ist hier. Kompensatoren waren das, ne? Ich hoffe mal. Ich muss mal gucken. Nicht, dass wir was Falsches bauen. Das wäre ärgerlich. Man kann es nämlich leider nicht zerlegen. Zwei Generatoren haben wir. Zwei Kompensatoren. Ja, ja. Passt schon. Kompensatoren. So, dann nochmal hier rein. Da brauchen wir zwei Alkali. Vier Veredelte. Wie viel Titan haben wir denn? Ach, genug. Na dann, gib ihm. Ja, das ist das Schöne. Sobald du hier wechselst oder rausgehst, bricht er den Bau ab. Und somit kannst du die Ressourcen retten, weil es gibt hier keine direkte Abbruchfunktion. So, jetzt sollte das funktionieren, dass wir uns hier das Meftel bauen können. Schauen wir mal. So, da haben wir es. Unser ZRZ-1-Fahrzeug. ZRZ ist übrigens eine Automarke aus der Ukraine, wen das interessiert. Flieg aus diesem Modul. Ich krieg die Krise. Das, das sieht hammerhart aus. Flieg aus diesem Modul. Das sieht so geil aus. Okay. Wir haben mit dem... Wir werden jetzt mal gucken, wie schnell die so fliegen. Und ich muss mal ganz kurz gucken. Ich würde das gerne nochmal schnell einsortieren mit euch. Titan haben wir jetzt wirklich gut. Das fetzt. Hier haben wir das Lykoplast. Hier haben wir Aluminium. So, hier habe ich das doppelt. Das ist sehr gut. Eine doppelte Schere brauche ich, glaube ich, nicht. Da lasse ich mal eine da. Wir haben den unendlichen Knüppel. Wir haben den Schaber. Ich muss mal gucken, wo das andere Zeug ist. Denn... Schere haben wir. Den Schaber haben wir. Das haben wir. Die Pistole haben wir. Den Abroller brauche ich hier nicht. Irgendwas fehlt mir. Schere, das. Knüppel haben wir. Fehlt mir irgendwas. Bohrmaschine haben wir. Wo ist denn die Bohrmaschine? Ich brauche noch eine Bohrmaschine halt. Erstmal müssen wir noch eine Bohrmaschine machen. So. Bohrmaschine. Hier. Da ist sie. Veredeltes Metall, Batterie, dickes Isolierband. Veredeltes Metall, dickes Isolierband und eine Batterie. Ja, siehst du, da hat es doch irgendwas gebracht, dass wir so viel gehamstert haben. Für den Fall der Fälle, ne? Sehr gut. Okay, Freunde, wir machen das jetzt so. Das nehme ich mal hier rüber. Und die kommt hier hin, genau. Habe ich was zu essen, zu trinken dabei? Ne, ich nehme noch mal was mit. Nur für den Fall der Fälle. Sehr gut. Okay, also wir haben unser erstes Mobil hier vorne. Das fliegt ja nun... Warte mal. Aber eigentlich ist es egal. Ne, ich wollte es nochmal auftanken, aber das ist eigentlich egal. Ich brauche hier nicht wegen... Auf der anderen Seite haben wir genug Ressourcen, ne? Gut, also hier Geschwindigkeitstest. Da kamen wir ja um die 40, 41 mit Booster. Ja, super. Das ist nämlich auch interessant, glaube ich. Ich könnte mir es zumindest vorstellen.
So. Da sind wir. Wunderbar. Unser Eigenentwurf. Klingt genauso. Oh wow, der gibt aber Power. 60 macht der. Oh no. Warum haben wir den nicht eher schon gemacht? Ist nur die Frage, ob der mehr verbraucht jetzt. Aber ist das genial oder was? Rückwärts macht der 50? Was ist denn das für eine Karre? Der ist ja mal genial. Also ich weiß nicht, der andere hat nicht so viel gemacht. Krass. 50 rückwärts, 60 vorwärts. Hammer. So, wartet mal, das muss ich aber nochmal testen. Was macht denn der rückwärts? Nee, warte. Naja, 30. Cool. Und? Hier sind die Lichter an. Ich wäre verrückt. Oh Mann, ich bin so gespannt. Errungenschaft freigeschaltet, Fahrer. Alter, das ist so geil. Guck dir das an. Haben wir hier noch eine andere Sichtweise? Nee, ne? Schade. Was fährt denn das Ding? Oh, das klingt wie ein Traktor. Ach, du Schande. Fährst du rückwärts? Okay, das passt zu ZAZ vielleicht. Fährt genauso schnell vorwärts wie rückwärts. Nein, das war böse. Stimmt natürlich nicht. Aber was für eine coole Karre. Sogar mit einem Greifer? Oh, wow, wie mache ich denn das? Füllen, ja, setzen, Haltbarkeit. Boing. Achso, jetzt muss ich mal gucken, hatten wir hier drin Sauerstoff? Setzen. Oh, wieder einsteigt. Wir haben eine Sauerstoffquelle. Oh. Da gehe ich ja verrückt. Oh, das ist schade. Oh, das ist der Greifer. Mit der linken Maustaste. Aber das steht auch nirgends, ne? Was greift denn der da? Ach, hier nach Ressourcen. Oh, warte mal. Das müssen wir mal testen. Der muss mal irgendwas, muss der mal greifen hier. Ey, das ist ja der Hammer. Ey, das ist total schick. Okay, mit Booster ist er... Das ist total cool eigentlich. Ist ein bisschen unübersichtlich, ne? Aber... Ja, so schnell wie unser jetziger Staubsauger. Mit Booster ein bisschen schneller. Da greift er dann noch. Das finde ich ja mal genial. Achso, das hat er in unser Inventar getan, ne? Kofferraum hat er nicht. Aber, ey, das ist echt der Hammer. Warum kriegt man das so spät im Spiel? Das ist so schick. Gott, ist das genial. Dieser Greifer. Ein echt schickes Mobil, muss ich sagen. Da ist sogar das Licht an. Hammer! Ey, das ist top. Echt top, kannst du nicht meckern. So, ich versuche mal hier das Essen reinzutun. Irgendwo. Ja, das hat es jetzt alles hier verschoben, ne? Aber das ist mir jetzt auch egal. Da machen wir jetzt kein großes Gewese mehr. Ja, weißt du was? Da machen wir hier zwei Essen draus und das ist gut. Dann ist es weg, ne?
So, muss ich mich hier hinstellen an die Wurflinie? Weißt du, zur Feier des Tages machen wir das mal voll. Unser Leben machen wir auch voll. Wir können das mit dem Alkohol und mit Stoff können wir uns neue machen, wenn wir brauchen. Und wir haben noch genug. Ich nehme trotzdem mal einen Sauerstoff mit und wir haben hier noch diese Explosionssachen. Genau. Dann haben wir jetzt wirklich alles dabei, glaube ich. Mhm. Die Waffe tue ich mal vorne rein und ich nehme trotzdem noch mal was zum Essen mit. Und ja, ich bin ja ein Freund davon, dass wir, also das ist echt schick, das ist wirklich schick. Das ist echt, das ist wirklich, also ich bin einfach hin und weg, muss ich so sagen. Tolle Sache. Gefällt mir sehr gut. Und ich bin eigentlich hier für unser Mobil. Treibstoff brauche ich nicht. Der macht 60 Umdrehungen hier. Hammer. Und ich würde als erstes mal das Werkzeugset dort ansteuern. Ist das hier auch noch was? Ne, war mal gewesen, ne? Genau, hier war der Kern. Ja, ja, das passt schon. Muss trotzdem mal ganz kurz hier absteigen. Keiner. Ach, das ist so ein Schutz, ne? Was auch immer. Genial. Ne, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Es ist top. Kannst du nicht meckern. Wo ist mein Bike? Okay. Scan. Solarzellenplatten, was? Strom? Wie genial. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ja, wir haben noch ein paar Gerätschaften, die wir noch bauen können. Das Problem ist, ich habe noch nicht die Räume dafür, denn das ist nämlich einiges an gewisse Räume gebunden. Ne? Wie zum Beispiel im Service-Modul kannst du eben nur Stromsachen bauen, sowie du kannst da eben auch im Lebensraum-Modul eben dann nur die Toilette und die Küche und die Schränke und sowas bauen. Ja, ist jetzt nicht so das Problem, aber schränkt uns im Moment gerade ein, aber das holen wir natürlich alles nach. Ne? So, ups. Sind wir getroffen worden? Das ist ja ein Ding. So, jetzt brauche ich EMP. Zweimal. The core is temporarily deactivated. It reminds me of old space. The core is temporarily deactivated. Na siehst du, geht doch. Haben wir Sauerstoff? Sauerstoff? Ja, Sauerstoff. Oh, hier ist aber auch schick. Keine Schwerkraft? Oh, oh. Essen brauchen wir nicht. Haben wir. Guck mal, was hier gibt. Kabel. Ich nehme die mal mit. Oh. Ist hier was entgegengeflogen? Ach, das ist ein Frachtraum oder was? Nee. Das nehmen wir natürlich mit, klar.
Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Gerätschaften dann auch mehr verbrauchen, ne? Das kann ich euch nicht sagen. Wir lassen uns mal treiben. Wo geht's hier lang? Da ist nichts los. Da müssen wir hier runter. Okay. Okay. Standaquarium. I have no idea how they got into the closed system of the aquarium, but there are no more fish here. Hm. Vielleicht schlafen die nur. Wo ist denn das hier? If I were to design a trash can, everything would have fit in it. Mülleimer. Noch einer. Nee, die denken schon an viel Zeug hier, musst du sagen. Vor allem an viel Müll. So, Plastik brauche ich nicht. Okay, da brauchen wir auch nichts. Gehen wir weiter. Okay. Hä? Ah ja. Geheimnisvoll, oder? These rooms look like someone's shelter, but it has had no occupants for a long time. A detailed plan of the habitation module. Großes Wohnmodul, siehst du? Hier steht ein Plan eines kleinen Wohnmoduls. Siehst du, deswegen habe ich nämlich noch gewartet. Das ist sehr gut. Ich hoffe nur, dass ich es auch verwirklichen kann, wie ich mir das vorstelle. Hm, müssen wir mal gucken. Das brauche ich eigentlich nicht. Das kann man immer gebrauchen. Ist hier noch irgendwas zu scannen? Nee, ne? Da ist auch nichts. Aber ich finde das total prickelnd. So, das war die Tür, wo man nicht reinkam. Dafür gab es hier die Umgehung. Oder? Ich glaube schon. Also wenn das so weitergeht, dann spielen wir nächstes Jahr noch. One of the first prototypes of the Breath Edge Agency spacesuit without any artificial intelligence. Heckenschere benötigt? Nee, ich will ja nichts extrahieren. Nee, das will ich nicht. Das nehme ich gerne mit. Ach, jetzt haben wir Schwerkraft. Ah, ja. The cause of death was a blunt injury to the head about 30 years ago. The body mummified due to the sterility of the environment. Mhm. Also wir merken uns mal, dass wir hier noch Ressourcen hätten, wenn wir noch was brauchen. Treibstoff und sonstiges. Nahrung. Weißt du, dich nehme ich mal mit. Dich kann man noch. Now this is something interesting. It's das worth taking Handbuch a closer look. Studieren. Okay. Was für ein Handbuch? Dieses Handbuch hier. Briefage. Experimentelle und innovative Technologien der Glucan Briefage Bestattungsagentur für 2043. Vorrichtung zur Beseitigung von Reizungen im Gesichtsnerven-Endenbereich. Okay. Soll das ein Sägeblatt sein? Eine Pflaumenbürste. Okay. Das Gerät ist mit einer revolutionären synthetischen Hightech-Pflaumenbürste ausgestattet. Der Pflaumen wird aus dem Nabel von synthetischen Eichhörnchen rasiert und ist zu 99,9 mit Naturfell identisch. Mit dem innovativen Teleskophalter kann sich die Bürste über eine gesamte Fläche bewegen und 360 Grad drehen. Was haben wir denn hier? ISR1 Schutzerhöhungsstrahle 53. Um das erweiterte Schutzprotokoll zu aktivieren, befolgen Sie folgende Anweisung. Drücken Sie die Escape-Taste, klicken Sie die Maustaste Einstellung, klicken Sie mit der linken Maustaste auf Spiel, finden Sie die Strahlung. Nein. Nein, die wollen mich trollen, oder? Raumanzug, Notfallreparaturanleitung. Nadel und Faden. Notfall beim Aufwachen im Sarg. Ja, genau. Das ist jetzt nicht wahr, oder? There are some undeclared functions of several Breath Edge Agency inventions here. Please note section ISR1 Protection Increase Radar 53 Chip. It's about the first space. Warte mal. Einstellungen. Spiel. Nein, das ist nicht der Ernst, oder? Verringert die Strahlung im Spiel.
Protection Increase Protocol activated. The threshold of radiation resistance has increased. So you're saying we could have done this from the start? It looks like we've come to the task. The sensors detect a significant decrease in radiation. Unfortunately, so much debris got into the core that we now have even less time before it destabilizes. I recommend exploring new areas in search of means to survive and return to the inhabited sectors of space. Okay. By the way, did you notice that you've passed the third chapter? I think I forgot to display the text about it. Okay, was war das zweite Kapitel? Unfortunately, it's still impossible to track the location of your interlocutor. If some kind of script doesn't trigger here right now, we'll be stuck here for a long time. Okay. Also wir haben Kapitel 2. But I think Chapter 4 started quite a while ago, didn't it? Seems like you did something wrong, as always. I suggest you start a new game and try again. Come to think of it, forget it. Judging by the analysis of my sensors, the launched mayonnaise was completely absorbed by the core and destabilized it. The radiation level decreased to a critical minimum. It's time to visit Normandy before it's too late. Oh wow. Also das ist ja wohl der Brüller, oder? Der tut er ihn hier zu animieren? Nee, da bin ich einfach sprachlos. There's no such design in my catalogs. Ein Rahmen. So, was haben wir hier noch? A useless item. Der einzigartige Foto von beiden Gründern Briefage und Knopfing Club. Oh wow. Der sieht aus wie. Und das könnte der andere sein. Mich würde aber lieber interessieren, wer die Dame sein soll. Das ist hier der Tesla, ne? Elon Musk. Also ich würde sagen, von der Brille her, der hatte, glaube ich, dann weniger Haare. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ist auch mittlerweile tot. Der Steve Jobs. Auch interessant ist, wer die eigentlich sind hier. Kann man leider nicht lesen, ne? Come again oder clean again? Space? Keine Ahnung. Kann man nicht. Aber die weiß ich nicht, wer das ist. Vielleicht seine. You could make a similar one. Aber ich finde das total cool. Ja, verrückte Ideen, das passt. Kombiniert mit grundlegender Arbeit des Projektingenieurs, Weltraum, Gräbnistechnischen. Okay. This is a photo of the young founders of the Breath Edge Agency. The founder of the agency and the leading designer together at a conference in 2017. Okay. Ja, schick, oder? Also ich finde das total cool. Was nehmen? Nahrungspaket. Nee, das will ich nicht. So, wie sieht's überhaupt aus? Wir können, glaube ich, mal. Ja, ist egal, wir nehmen einfach mal. Ja. Wir haben so viel. Jetzt sehe ich das gerade. Oh wow. Gut, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Haben wir hier alles? Sieht so aus. Normandie soll man erreichen. Dann gucken wir mal. Ich würde nochmal hier reinschauen. Das war nix. Oh, da sind wir draußen. Ah, ja. We can assume that this station was some experiment of the Breath Edge Funeral Agency, but the lack of any information about it, as well as the dead crew member, can lead us to think that this was probably illegal. On behalf of the Funeral Agency, I apologize for your possible complicity in the illegal activities of our company. Okay. Ich muss trotzdem nochmal gucken, wir haben das ja auch hier bei den Nachrichten, ne? Nutzloser Gegenstand, bla 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 bla, das haben wir schon. Jawohl, und Sie können davon ausgehen, dass die Station der Gemeinde Bestattungsunfall war. Fehlen jegliche Informationen darüber, also die Bestattungsmitglieder kann es zur Annahme veranlassen, dass die wahrscheinlich illegal waren. Den Namen der Bestattungsagentur entschuldige ich mich für die mögliche Mitwirkung an den illegalen Aktivitäten unseres Unternehmens. Wow. Ja. Ja, bringt den vielen Toten hier, die vorher noch gelebt haben, auch nicht mehr, ne? Hammer. Oh Gott, ist das gut. Ist hier noch irgendwas zum Scannen? Nee, waren wir schon. Ist hier noch was? Das ist echt genial. Also, wie gesagt, wir haben jetzt das große Wohnmodul. Das, was ich ja noch gedacht habe, dass es das noch gibt. Da sind wir gekommen.
Und hier ging es ja nicht weiter, ne? Nee. Gut. Dann haben wir das. Ja, schöne Sache. Echt toll. Warte mal, ich sehe noch was. Die kann ich bestimmt mal irgendwann noch gebrauchen. So, das hier oben brauchen wir auch nicht. A simple replacement for a stool. Was? Scannen. Oh, das ist aber schön. Schick. Das haben wir alles, ne? Okay, würde ich sagen. Sehr schöner Ausflug. Hier ist nochmal Treibstoff. Da ist es. So, dann lass uns nochmal schauen. Ich glaube, wir haben hier wirklich jetzt alles erforscht und haben uns auch die Zeit genommen, hier ein paar schöne Sachen zu bauen. Sprich die Motorräder und alles und Autos und was weiß ich nicht alles. Und das ist 1600 weg. Jetzt werde ich gerne mal gucken. Wir haben Sauerstoff dabei. Komm, wir gehen mal gucken, was das ist. Wir haben ja noch ein bisschen Luft für die Folge. According to my calculations, the next decrease in the radiation level will occur in 17 hours when the shell of the core overheats. The decrease in the radiation level will be significant, and it will last from 3 to 10 seconds, after which the explosion will follow, splitting us into atoms. With this in mind, it's highly recommended that you hurry. Okay, da er sich ja eigentlich ziemlich oft irrt, ist vielleicht nicht alles so für bare Münze zu nehmen, was er erzählt. So, was ist das hier? If I'm not mistaken, there's an accelerating transport station ahead. Apparently, they plan to use it for the evacuation of Normandy, although it's hardly possible to do that. These stations help small spaceships gain initial acceleration when departing from the liner, but they are of no use for long-distance flights. There's just one question that tickles my mind. Why are there so many damaged coffins? Aside from that, these coffins have limbs, weapons, and undoubtedly, active AI units, judging by the weak signals coming from their remains. To be honest, I'd rather not know what all of this means. As far as I know, the Breath Edge Funeral Agency is in the business of burying corpses, not creating them with killer robots. But these coffins are definitely not counterfeit. Okay. Da unten ist auch noch was. Ich sehe immer mein Bike so schlecht. Wo ist denn das? Da oben. So. It seems that the Normandy team died heroically fighting with coffins, which goes beyond any and all logic. On the other hand, the fact that you are still alive goes beyond any and all logic as well. In this regard, there's a chance that the coffins might be aggressive. It's recommended that you look around carefully and try to find some survivors. Schön. Ist das unser neues Schiff oder was? Eine neue Unterkunft? The ship systems are functioning nominally, but it will take a little effort if we are going to fly away from here. Ja. Aber wie genial ist das denn, oder? Oh! Das geht auf? The steering wheel is broken, but the rest is in order. This is the Normandy autopilot course. We can't change it without a living captain in any way. Not even with a handy scrapper. However, it's highly unlikely that the captain calculated such a complex route for no particular reason, so we'd better not touch it at all. I need some time for analysis. Okay. Das hier doch Hammer.
Installieren Filter. Filtrationssystem. Shuttle verbessern. Steuereinheit. Kein passendes Teil. Benötigt. Ersetzen Navigator. Wir haben das Steuerrad. Jetzt können wir es auch ersetzen. Okay, müssen wir natürlich erst bauen. Cool. Ey, wie cool ist das denn? Da fliegen wir mit dem Ding los, oder was? Da hoffentlich nicht da vorne rein. Alter, das ist so geil. Das ist so genial. Oh, wir können sogar schlafen hier. Und was habe ich hier? Halleluja. Ja, weißt du was? Ich habe da so eine Vorahnung, weißt du? Ja, ich glaube, den brauche ich hier nicht mehr, oder? Ich weiß es nicht. Können wir hier was bauen? Steuerrad, was bräuchte man denn? Induktor, Titan, Harz und Elektronik. Ja, die anderen zwei Sachen, oder drei, eins, zwei, drei Sachen waren es, glaube ich, noch. Navigator, Filter, irgendwas. Das können wir nicht bauen, ne? Ich sehe es nicht. Müssen wir das vielleicht forschen? Ne, da müssen wir zurückkehren. Okay. Jetzt habe ich das hier reingetan. Ich guck nochmal. Ne, das brauchen wir alles nicht. Das haben wir drüben. Das kann ich schon mal da lassen. Das ist echt cool. 11 Meter. Ja, da sollen wir mit dem Ding da losfliegen oder was? Das ist ja. We can't do without some repair work here. Manövriermotor benötigt. Den müssen wir auch bauen. Okay. Wir brauchen ein Steuerrad, einen Manövriermotor und ich glaube, das andere können wir noch nicht bauen, ne? Da würde ich sagen, da kehren wir zurück. Und dann kümmern wir uns nächste Folge darum. Oder die Folge noch. Vielleicht können wir es noch bauen. Muss ich hier noch was mitnehmen? An Ressourcen? Also der ist schon spritzig, ne? So, Alkali. Okay. Ist irgendwas durchgesaust. Was ist denn das hier? Ach, ein Fuß. Weißt du was? Ich gehe nochmal hier unten gucken. Ich glaube, hier ist nichts, ne? Gut, wir fliegen mal zurück. Ich bin so happy, dass wir dieses ganze Zeug alles haben. Das ist echt schön. Wir haben eine super kleine, schöne Basis. Wir haben etliches an Gegenständen, wir haben Fahrzeuge, wir haben Essen, Trinken, uns geht es eigentlich ganz gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir Essen anbauen könnten. Aber echt toll. Sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Ich weiß, ich sage das fast jede Folge, aber es ist ja auch so.
Ja, hier müssen wir auch noch ein bisschen bauen, ne? Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ach nee, wir haben doch jetzt unsere... Halleluja. So, wo war denn das? Vorne war das Gute. Nee, hier müssen wir ran. Wir sind ja mit dem Guten unterwegs, genau. Ja, geil. Ich finde das total prickelnd. So, was würde ich denn jetzt gerne noch mit euch machen? Ich würde jetzt... ich muss mal hier reingucken. Das passt nicht. Hier passt es. So, dann tue ich mal das Titan hier rüber. Das war, glaube ich, hier drin. Jawohl. Das ist voll. Machen wir das hier mit rein. Das ist ja kein Ding. Die Kerne, die haben wir irgendwo gefunden. Und hier können wir noch das mit rein tun. Genau. So, jetzt würde ich Folgendes machen. Ich würde gerne den Rest der Folge nutzen. Jetzt habe ich gedacht, wir haben unser Baugerät weggeschmissen, aber nee. So. Was brauchte ich denn hier für so ein Dings? Einen Baukasten brauche ich da bloß. Okay. Einen Baukasten. Und dann brauche ich noch das Wohnmodul, haben wir jetzt das große. Drei Baukästen sind vier Baukästen und zwei Metall. So, müssen wir mal gucken, wo die sind. Im letzten natürlich, wie immer. Eins, zwei, drei, vier. Und was hat man gesagt? Zwei Metall. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Deswegen müssen wir das jetzt ein bisschen ausknobeln. Und wir probieren das einfach mal. Und wie kommt man dann da hoch? Aha, ich muss oben erst ein Modul haben und dann... Das ist natürlich genial. Da ist hier unten Platz frei, ne? Und es stört auch nicht. Da hätte man es sogar hier drüber machen können, rein theoretisch. Oh, das ist gut. Das ist echt gut gemacht. Da kannst du nicht meckern, ne? So. Wie sieht denn das mit unserer Struktur aus? Die sieht sogar super aus. Ich habe irgendwo habe ich noch Blei drin. Ja. Zwei, vier, sechs. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ups. 9. 10. Ich weiß jetzt nicht, ob es passt. Wir gucken mal. Ich habe das ringsrum habe ich das gemacht. Ne? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bräuchte ich. Ja, ich fange mal hinten an, damit das gleich aussieht. Ne? Machen wir das mal so. Außerdem ist es gleich der Schutz, falls uns irgendwas rammt. Ich meine, es wird hier nicht passieren, aber... In der Realität wäre es ja eine super Vorstellung. Reicht das? Ehrlich? Hat mir so viel mit? Das ist ja cool. Siehst du, da sind die gleich, genau. Hier haben wir das nur verstärkt vom Anfang an eben. Ja. Wir könnten ja noch mal gucken wegen der Optik, ob wir das hier noch verstärkt kriegen. Das wäre noch eine schöne Sache. Und dann ist das schon mal eine super Sache. Das heißt, ich... Ist auch irgendwie putzig hier. Ich guck noch mal. 1, 2, 3, 4. Dann wäre das Blei erstmal alle. Das war auch nicht so schlimm. So, und jetzt würde ich gerne noch mal prüfen. Ob er... Nee, er bleibt dabei. Das will er nicht wissen. Gut, ist auch kein Problem. Aber mir fehlt da noch was ein. Warte mal, wo ist es denn? Hier die Fenster. 2, 4, 6, 8. Das sind 8 Gummi, 16 Glas, 4 Titan. Ja. Und da müssen wir mal hier reingucken, denn hier haben wir noch was drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was hat sie gesagt? Hä?
2, 4, 6, 8 Gummi, 16 Glas und 8 Titan. 2, 4, 6, 8. Dann Titan. Und 2 müsste ich noch hier haben. Genau, da haben wir da auch. Und dann brauchen wir noch 16 Glas. Mhm. So, muss ich mal gucken. Das haben wir hier, glaube ich. Das sollte passen. Gut, jetzt will ich natürlich uns hier noch den ultimativen Ausblick. Und das geht nicht. Das nimmt er nicht. Warte mal. Nimmt er die Fenster? Die Fenster nimmt er. Da brauche ich 16 Gummi, 16 Glas, 16 Titan. Ja gut, dann machen wir das so. Ja, weißt du was, dann bauen wir erstmal, was wir haben. Dann machen wir das so, ist kein Problem. Wegen dem Loch oder was? Oh. Wir haben das doch repariert. Ist das schon wieder kaputt? Nö. Verstopftes Loch. Das ist echt dumm, ne? Jetzt können wir das hier nicht reinmachen, weil das... Ach. Soll er von mir aus den Kaugummi da dran kleben lassen? Ach, Mann. So, gut. Haben wir hier noch... Das Dings reicht. Ich brauche noch 6 Titan. Ja, das ist blöd, ne? Das ist dort. Aber gut. Dann ist das wieder was für den Wohnbereich, ne? Und das ist hier für die Korridore. Ja, ist das genial oder was? Hier können wir eine Scheibe putzen. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Gott, ist das geil. Ja, das ist ein bisschen schade hier, dass das so nicht... wenn ich das wegmache? Schaber benötigt. Du weißt du was, wir probieren das mal. Ich brauche dafür noch 2 Titan. Probiert es mal, ob das geht. Was hat man noch? 2 Glas und 2 Gummi, ne? Glas habe ich noch. Den Schaber habe ich irgendwo dabei. Oh. Ich habe da gerade so eine Idee. Jetzt könnte es funktionieren. Okay, du verstopfst das. Mit dem Kaugummi und dann machst du es weg und dann sieht es auch keiner mehr. Finde ich gut. So funktioniert es. Finde ich echt genial. Wir schauen mal. Oh wow. Das liegt an unserem massiven Strukturaufbau drüben. Energie haben wir noch genug, Sauerstoff haben wir wahnsinnig viel. Super geile Sache. So, jetzt würde ich natürlich nochmal schauen. Wir haben, wie weit sind wir denn jetzt? Eine knappe Stunde. Komm, wir schauen nochmal rein hier. Dann machen wir nochmal. Ich brauche das Wohnmodul. 3 Baukästen, 2 Metall. Ja. Und da müssen wir mal gucken, ob wir von außen da besser rankommen. Total genial. Kann man hier eigentlich auch nach oben bauen? Das wäre natürlich... So, jetzt würde ich das gerne mal probieren. Hier Wohnmodul. Was ist denn, wenn du das drehst? Wie lang geht denn das? Du setzt es wie immer in der Mitte, ne? Das
Das hat 1, 2, 3, 4, 5. Er setzt es in der Mitte. Das heißt, es geht 3 nach hinten. 1, 2, 3. Und wenn ich hier hochkomme, reicht es nicht. Nee. Aber ich setze das trotzdem. Und zwar genau quer. Ja, es ist geil. Ich werde nicht sagen, aber ich glaube, das sieht jetzt aus wie so ein kartasianischer Kreuzer. Also nicht hier hinten, aber hier vorne so. Müsste noch ein bisschen Überhang haben. Cool. Echt cool. Das ist echt cool. Gott, ist das genial. Da könnte man jetzt drei Fenster hier vorne machen. Zwei Slots mit irgendwas rein. An die Seite jeweils ein Fenster und zwei Fenster nach hinten. Dann hätte man rein theoretisch zwei Möglichkeiten, vorne was zu bauen. Küche, Bett zum Beispiel. Zwei nach hinten, dann hätte man hier nochmal drei was zu bauen. Ein Schrank. Hier so ein Regal. Gibt ja solche Regale hier, die du bauen kannst. Hier, wo du dann deine Utensilien rein tun kannst. Und dann noch eins für einen Raumanzug oder so. Boah, wow. Das ist echt cool. Warum kommt das so spät? Echt. Das ist echt schön. So, und jetzt müssen wir auch hochkommen. Tolle Geschichte. Das ist immer oben. Kann man hier runterfallen? Jupp, kannst du, aber du tust dir wohl nichts, wie es scheint. Kannst das aber auch so machen, ne? Ja. Genial. Jetzt weiß ich bloß nicht, wo hier vorne ist. Da sind die Autos, dann ist sie vorne. Alter, ist das genial. Okay, gut, machen wir nächste Folge weiter. Das ist echt schick. Und jetzt haben wir es auch so, dass wir es... Warte mal, da muss ich nochmal gucken. Wir haben das jetzt eins breit. Ach so, wenn ich das da hinten baue, nach hinten. Ja, das ist eigentlich kein Problem. Das kriegen wir trotzdem hin. Eins nach hinten. Eins nach hinten. Das heißt, hier hört es auf. Hier hätten wir jetzt zwei. Wenn wir hier hochgehen, hätten wir eins dazwischen frei. Das ist... Oh, das haut sogar genau hin mit dem, wie ich die Fenster anordnen will. Oh, oh, das ist sehr gut. Gut, machen wir nächste Folge. Freunde, ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.